Treff am Kreuz. Herzlich willkommen, liebe Fernsehzuschauer, zu unserer heutigen Sendung Tag, Treff am Kreuz. Heute hier in Berlin, Alex TV. Stellen Sie sich vor, Sie gehen spazieren, vielleicht am Kurfürstendamm, und ein Reporter kommt auf Sie zu, völlig unvorbereitet, und fragt Sie, was verstehen Sie unter Esoterik? Sehen wir gemeinsam ein Beispiel am Anfang. Eine Alternative zur Schulmedizin. Heilmethoden bei Krankheiten werden hier angeführt und den Menschen wird auch geholfen. Mich interessiert diese Thematik. Man kann sich heilen, nicht nur durch Pillen, man kann sich durch andere Mittel heilen, durch ganz normale Mittel, die eigentlich jeder wissen müsste, durch einen reinen Menschenverstand. Das wird hier im Groben auch gelehrt. Die Überschrift heute: Esoterik als Lebenshilfe? Fragezeichen. So auch der Titel eines Buches von Autor Dr. Lothar Gassmann. Liebe Zuschauer, wir begrüßen ganz herzlich heute hier in unserem Alex TV Studio Dr. Lothar Gassmann. Hallo, guten Abend, Dr. Gassmann. Herzlichen Dank. Ja, wir haben zu danken, dass Sie unserer Einladung folgen konnten, hier und heute dabei zu sein. Lothar Gassmann ist unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bekannt. Er ist auch in Europa und in den USA kein Unbekannter, dank auch einer aktiven Vortragstätigkeit und dank zahlreicher Veröffentlichungen und Bücher, die Sie geschrieben haben. Dr. Gassmann, 1958 in Pforzheim geboren. Sie sind verheiratet, haben eine Familie und absolvierten ein Theologiestudium an der Universität in Tübingen. Es folgten Doktoralstudien und 1992 die Promotion zum Doktor der Theologie. Seit 2009 sind Sie Prediger, Evangelist und Lehrbeauftragter des christlichen Gemeindedienstes CGD. Heute ist er im Gespräch mit Daniel Weber. Recht herzlich willkommen auch Daniel aus Alzey. Herr Weber, hallo. Auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern kein Unbekannter. Und von Beruf Diplom-Betriebswirt wird er heute Interviewpartner von Dr. Gassmann sein. Also vielen Dank, dass du da bist bei Treff am Kreuz. Und ich übergebe jetzt das Mikrofon an Daniel Weber. Vielen Dank, Dieter Schimmelpfennig. Auch ich begrüße Sie, liebe Zuschauer, hier heute in Berlin bei TAK, Treff am Kreuz TV, hier im Alex TV in Berlin. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch Sie nochmal, Dr. Lothar Gassmann. Vielen Dank für die Zeit, dass Sie hier bei uns sind heute Abend. Es geht um ein sehr interessantes und spannendes Thema meines Erachtens, was jeden von uns betrifft. Thematisch ist es aufgebaut um ein Buch, was Sie verfasst haben. Es wurde schon angesprochen, und zwar Esoterik als Lebenshilfe. Unter dieser Fragestellung wird auch unser Gespräch heute stehen. Zum Thema Esoterik, ein viel verwendeter Begriff. Wie erläutern Sie Esoterik? Wie definieren Sie diesen Begriff? Es ist natürlich ein riesiges Feld, was damit eingeschlossen ist, Esoterik. Gibt es schon seit dem Altertum, man versteht darunter die Geheimlehre, dass alles, was verborgen ist, der normalen Wahrnehmung, was nicht mit dem materialistischen Weltbild übereinstimmt, auch neuzeitlich gesagt, diese spirituellen Dinge, die Bereiche des Geistigen, auch der Geisterwelt, griechisch Esoteros, das in sich Abgegrenzte, lateinisch heißt es Occultum, das Geheime, also auch Okkultismus, praktisch als identisches Wort aus der lateinischen Sprache dafür. Vielen Dank für diese Hinführung, was Sie uns erläutert haben. Wir alle kennen jedoch den Zusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage. In der heutigen Zeit, auf Zeit der Aufklärung, besteht überhaupt noch eine Nachfrage nach Themen und dem Gedankengut der Esoterik? Ja, die Aufklärung hat ja sehr stark die menschliche Vernunft betont, den Rationalismus. Und die Menschen haben aber gemerkt, dass sie das leer lässt. Sie suchen nach etwas, was über die sichtbare Welt hinausgeht, was im unsichtbaren Bereich zu finden ist. Und
Christen, sie haben den lebendigen Glauben, wo Gott sich geoffenbart hat durch sein Wort in seinem Sohn Jesus Christus. Esoteriker haben auch einen Glauben. Sie glauben an die Mächte, die Macht von Geistern, von Wesen aus der unsichtbaren Welt. Sie reden auch von dem Göttlichen. Wir werden aber heute noch die Frage stellen, ob das dasselbe ist. Jedenfalls, der Wohlstandsmaterialismus, der Rationalismus, all dieses konnte nicht wirklich den Hunger stillen der Seele. Und deshalb suchen viele Menschen ihre Antwort zum Beispiel in Yoga, Hellsehen, Channeling, Geistheilung, Astrologie und vielen, vielen tausenden okkulten Praktiken. Es sind alles Bereiche, die Sie angesprochen haben, die auf einer Messe zusammengefasst wurden. Es war die Esoterikmesse hier eben in Berlin. Und wir sehen jetzt ein Interview mit dem Veranstalter der Esoterikmesse hier in Berlin. Wirklich mitverantwortlich. Ja. Könnten Sie unseren Zuschauern bitte kurz sich vorstellen? Naja gut, wir sind ja seit 1991 in Berlin, zweimal im Jahr. Und die Messe ist ja eine, ja ich würde sagen, fast eine kleine Institution. Wir sind einmal im Frühjahr, einmal im Herbst und sind immer sehr, sehr gut besucht und schwerpunktmäßig auch mit Berliner Ausstellern. Was ist das Anliegen? Das Anliegen von unserer Seite? Ja, wenn Sie so wollen, mein Geschäftspartner, der Herr Dohn, hat die Messe 1987 ins Leben gerufen. Und es war so große Resonanz und das ist unser Geschäft. Wir sind ja ein christliches Radio- und Fernsehprogramm hier in Berlin, in Alex. Und das wissen ja viele unserer jetzigen Zuschauer und Zuhörer. Wenn wir an die Bibel denken, an den christlichen Glauben denken, wie denken Sie jetzt im Vergleich dazu, Thema Esoterik, Thema christlicher Glauben? Das ist ja nicht etwas, was konform geht. Wie denken Sie darüber? Da muss ich jetzt ganz entschieden widersprechen. Ich persönlich vertrete die Meinung, dass es sehr wohl konform geht. Ja. Und zwar ganz einfach, weil Esoterik auch eine sehr große Bandbreite heute ist und nicht unbedingt jetzt auf irgendeine spezielle religiöse Art, eine spezielle religiöse Art dokumentiert, sondern Sie haben es ja jetzt vielleicht selber persönlich an der Bandbreite gesehen, also auch in jede Richtung. Und wir sagen einfach, dass für die Menschen einfach, die auf der Suche sind, halt Angebote da sind. Also wir persönlich von der Veranstaltung selber können ja gar nicht so Weichen in dem Sinn stellen, ich muss die Veranstaltung öffentlich ausschreiben. Wir wollen auch keine Zensur sein, sondern wir erwarten den kritischen Besucher, der halt auch sich selbst eine Meinung darüber bildet und halt einfach das für sich abruft oder das in Anspruch nimmt, was ihm gefällt. Der kritische Besucher wird hier erwartet auf der Messe, so viel vom Veranstalter. Ich hoffe natürlich auch in unserem Gespräch, dass Sie uns auch einige Punkte in diesem Bereich nennen können. Was mir auffiel, es ist ja ein sehr weites Feld, was da an Angeboten präsentiert wird. Sehen Sie einen Zusammenhang, eine Orientierung, die ein Laie in diesem bunten Feld der esoterischen Angebote finden kann? Ja, die Vielzahl ist unüberschaubar und wir können jetzt auch nicht auf die einzelnen Strömungen eingehen. Ich werde noch Beispiele nennen. Aber ich habe von der biblisch-christlichen Sicht her einen Schlüssel gefunden, um diese ganzen esoterischen Systeme von ihrer Wurzel her zu analysieren, um zu verstehen, wo eigentlich die geistliche Wurzel sich befindet. Und die ist beschrieben am Anfang der Bibel in 1. Mose 3, Vers 1 bis 5. Und zwar möchte ich das einmal in einem Beispiel eines Prismas auch verdeutlichen. Das ist ein Glas, wo auf der einen Seite das Licht hineinkommt in einem Strahl und auf der anderen Seite bricht es in regenbogenartiger Form in viele Strahlen verteilt wieder heraus. Und so ist es auch bei der Esoterik. Sie geht alle auf eine Wurzel zurück, hat einen gemeinsamen Ursprung. Und in der Bibel wird das beschrieben in den vier Lügen oder Behauptungen der Schlange in 1. Mose 3 und vor allem in der Behauptung an den Menschen, ihr werdet sein wie Gott. Ich möchte aber der Reihe nach vorgehen. Es gibt also vier Behauptungen der Schlange im Paradies. Die erste lautet, sollte Gott gesagt haben. Es wird Gottes Autorität in Frage gestellt
Und so ist auch beim Esoteriker, er nimmt nicht die Bibel als den Maßstab oder zumindest einzigen Maßstab, sondern er versucht eigene Visionen, eigene Inspirationen, eigene Astralreisen, all solche Dinge als Maßstab seines Lebens und seiner Lehre zu entwickeln, der Bibel hinzuzufügen oder über die Bibel als Gottesoffenbarung zu stellen. So finden wir also eine Zahl, eine große Zahl von Neuoffenbarungsbewegungen und auch entsprechenden Sekten im esoterischen Bereich. Geistsekten, spiritistische Sekten und so weiter. Das zweite Kennzeichen ist die Leugnung der Endgültigkeit des Todes. Man hat also feststellen müssen, dass der Mensch stirbt. Das kann man nicht bestreiten. Aber man findet im esoterischen Bereich, wie auch im fernöstlichen Religionsbereich, die Behauptung, der Mensch wird keineswegs des Todes sterben, sondern die Reinkarnation wird vertreten. Das ist die Wiederverkörperung, dass der Mensch zwar hier physisch stirbt, aber dann wieder kommt, einen neuen Leib bekommt, um seinen Geist selbst herum und so immer wieder sich weiterentwickelt und höher entwickelt. Aus biblisch-christlicher Sicht ist dazu zu sagen, mit Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27, dass dem Menschen es bestimmt ist, einmal zu sterben und danach steht er vor Gottes Thron, danach das Gericht, so heißt es da. Also die Bibel lehnt die Reinkarnation ab, auch Aussagen, die manchmal dahin gedeutet werden, lassen sich nicht halten. Ich habe mich ausführlich damit beschäftigt, etwa im Zusammenhang mit der Anthroposophie, wo ich auf diese Dinge eingegangen bin. Aber ganz klar die Aussage, der Mensch stirbt einmal, danach steht er vor Gottes Thron. Also ist hier in diesem Bereich ja schon ein sehr direkter Unterschied zwischen diesen Glaubensgrundsätzen zu finden. Ja. In biblischer Sicht ist es die Auferstehung der Toten. Und in fernöstlicher Sicht, auch vielen esoterischen Systemen, die Seelenwanderung oder Wiederverkörperung und wie immer das dann auch im Einzelnen gedeutet wird. Da gibt es gewisse Varianten, aber im Wurzel das Gleiche. Das ist also die zweite Behauptung der Schlange. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern wenn ihr von der Frucht der Erkenntnis, der Gnosis esst, der übersinnlichen Erleuchtung, dann werdet ihr sein wie Gott. Das ist das Dritte. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist die Behauptung, der Mensch habe göttliches Wesen in sich. Ein göttlicher Kern, ein mystischer Funke, eine Möglichkeit, selber göttliche Potenziale freizusetzen, das wird behauptet. Und Gott selber wird nicht als Person als Gegenüber oder Person ernst genommen, sondern er wird gesehen als eine Allkraft, so wie es etwa im Hinduismus gelehrt wird, pantheistisch, dass Gott alles in allem sei, dass also alles durchpulst sei von der göttlichen Energie. Die Bibel sagt aber demgegenüber, dass Gott der Schöpfer des Kosmos ist. Er ist nicht identisch mit dem Geschaffenen. Das ist der große Unterschied auch zwischen christlichem Glauben und fernöstlicher Religiosität. Dass wir also von der Bibel her erkennen, Gott ist der Schöpfer, er hat von außerhalb alles ins Leben gerufen, auch den Menschen, während die Esoterik und der fernöstliche Religionsbereich behauptet, es sei alles göttlich. Und es wird nicht mehr der Unterschied gewahrt zwischen Gott als Schöpfer und etwa dem Menschen, der nur ein Geschöpf ist, ein wunderbares Geschöpf, aber niemals mit Gott gleichzusetzen. Das war diese dritte Behauptung. Vielen Dank. Sie haben uns drei Punkte genannt. Sie haben noch eine vierte. Ja, und das ist direkt aufbauend auf der Behauptung der Schlange, der Mensch habe göttliches Wesen. Die nächste Behauptung ist, dass der Mensch göttliches Wissen erlangen könne durch Erleuchtungsstufen. Und das stimmt überein mit der Aussage in 1. Mose 3, wo die Schlange sagt, hinter der sich ja nach biblischer Lehre Satan verbirgt, ja, also der gefallene Lichtengel, Luzifer. Sie sagt also zu den ersten Menschen, gemäß biblischer Aussage, eure Augen werden aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und so strebt der Esoteriker von sich aus nach Erleuchtung, von unten nach oben. Er wartet nicht mehr auf die Offenbarung Gottes in seinem Wort, die er uns vorlegt, bereits abgeschlossen bezüglich der Weltschöpfung bis zur Weltvollendung, sondern er möchte nun eigenmächtig durch irgendwelche Techniken eindringen in übersinnliche Bereiche. Zum Beispiel Bewusstseinserweiterungsprogramme, Meditationsübungen, Versenkungen, Selbstverwirklichungsprogramme, Trance-Techniken, Hypnose-Techniken, alles und vieles andere, auch Drogen, das wird alles angewandt, um die Grenzen der Wahrnehmung zu überschreiten und um sein höheres Selbst zu entdecken. All diese Dinge finden sich ja in der Esoterik. In der Bibel steht aber, dass das eine Verführung ist. Der Mensch kann nicht wirklich in die göttliche Welt eindringen, sondern es kommt dann eine Verführung auf ihn zu, aus der Welt von unten, dieser finsteren Sphäre gefallener Geister.
wenn ich Sie richtig verstehe, ist ein Grundzug der Esoterik dann das Streben des Individuums nach einer göttlichen Weiterentwicklung, Streben nach etwas Höherem. Sehen Sie überhaupt eine Möglichkeit dieser Entwicklung, dass die erfolgversprechend ist? Der Mensch sollte seine Grenzen ernst nehmen. Wir sind ein von Gott geschaffenes und geliebtes Geschöpf, aber wir können niemals behaupten, wir seien Gott oder das Göttliche wohne von Natur aus in uns. Wenn die Bibel sagt, dass wir in Gemeinschaft mit Gott sind oder in Christus sind, ist das was anderes. Christus bleibt außerhalb von uns, aber wir können Gemeinschaft haben, wenn wir gläubig sind, wenn wir wiedergeboren sind, aber im biblischen Sinne. Wiedergeboren im biblischen Sinne, um das vielleicht einmal zu verdeutlichen, heißt nicht, dass wir uns wieder verkörpern in verschiedenen Existenzen auf der Erde, sondern dass Gott durch seinen Geist in uns Wohnung nimmt, indem wir an Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser glauben, indem wir erkennen, wir sind verlorene Sünder von unserer fleischlichen Menschennatur her und wir brauchen Jesus Christus als Erlöser, der am Kreuz von Golgatha uns freigemacht hat von Sünde, Tod und Teufel. Das ist die wunderbare Botschaft des Evangeliums im Vergleich zu allen finsteren Bemühungen, die in die Irre führen. Vielen Dank für diese Darstellung. Jetzt bleibt es ja aber festzustellen, wenn man sich mit Menschen beschäftigt, die in dem Bereich der Esoterik aktiv sind, da gibt es ja ganz verschiedene Ausprägungen, dann ist es häufig festzustellen, dass die Leute, die dort aktiv sind, sehr überzeugt sind, dass sie einer positiven Sache nachgehen. Und wir haben uns das Ganze angesehen an einem Beispiel hier auf der Esoterikmesse in Berlin, am Beispiel eines Handlesers. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Harald Wolf aus Kronberg. Das liegt bei Frankfurt, bin 46 Jahre alt und arbeite schon 25 Jahre auf diesem Gebiet. Beschäftige mich mit Handlesen, Schriftanalyse und Namensforschung, Fachgebiet Chirologie, Graphiologie. Ich habe ein System entwickelt vor 25 Jahren, wo hervorgeht über Partnerschaft, Gesundheit, Beruf, die sieben Berge, Lebensweg. Die Hand wird eingescannt über einen modernen Scanner. Das wird sofort so mitnehmen auf meinen Messen. Dann haben wir die Schriftanalyse. Woher vorgeht, das nennt man Chirologie, geht es um Partnerschaft, Intelligenz, Willenskraft, Kontaktfähigkeit und die Vitalität. Herr Dr. Gassmann, wie wir eben gesehen haben in dem Bericht, ist diese Tätigkeit nach Auffassung der Menschen, die das betreiben, durchaus ja in dem Bereich der Medizin anzusehen und durchaus auch mit hehren Zielen verbunden. Wie sehen Sie solche beschriebenen Tätigkeiten? Ich will natürlich diesen Menschen die guten Absichten nicht absprechen. Sie wollen sicherlich helfen. Aber nicht alles, was hilft, ist auch gut oder aus christlicher Sicht gut zu heißen. So wird auch von den Kirchen abgelehnt, sämtliche okkulte Praxis, auch Wahrsagerei, Hellseherei, Magie, Zauberei, Handlesen gehört auch dazu. Ich möchte allerdings folgendermaßen differenzieren. Natürlich können wir an der Hand, die ja zu unserer Persönlichkeit gehört, erkennen, auch ob ein Mensch gewisse Eigenschaften hat, ob es eine musische, künstlerische Hand ist oder ob eine sehr tatkräftige Handwerkerhand und solche Dinge. Aber ich denke, das, was darüber hinausgeht, ja, was dann mit Wahrsagerei zu tun hat, das ist diese Finsternis, wo man ganz klar sagen muss, da lasse ich nicht drauf ein, denn es ist eine Sache, die nur durch Kontaktaufnahme mit übersinnlichen Mächten funktioniert. Und das sind nicht die göttlichen Mächte, wie immer behauptet wird, denn Gott möchte nicht auf diese Weise Dinge offenbaren und schon gar nicht die Zukunft. Wenn Menschen die Zukunft wissen wollen, das werde ich auch noch ausführen, dann werden sie nicht glücklicher als vorher. Stellen Sie sich vor, Sie erfahren aus Ihrer Hand, was in ein paar Jahren sein wird. Sie werden ein Unglück haben, Sie werden vielleicht sterben. Es wurde schon Menschen solches geoffenbart, in Anführungsstrichen. Und entweder ist es Betrug oder es sind wirkliche Mächte im Spiel gewesen, die aber nichts mit guten Engeln Gottes zu tun haben, sondern es sind eben dämonische Mächte, die dieses offenbaren. Und der Mensch ist dann in eine Angst hineingekommen, Depressionen, Selbstmordgedanken. Und viele sind tatsächlich dann krank geworden vor lauter Angst aus Erfüllung dieser Wahrsagerei. Also Wahrsagerei ist zu verwerfen. Es wird auch von den christlichen Kirchen abgelehnt, weil wir ganz klar wissen, dass das nicht Gottes Offenbarung ist, sondern eine dämonische Wurzel hat. Also die Chiromantie ist speziell damit gemeint.
Aber wie gesagt, gewisse Charaktereigenschaften sind natürlich am Körper zu erkennen, auch im Gesicht. Zweifelsohne, ja. Aber man darf das nicht zur Wahrsagerei missbrauchen. Und da war einiges angesprochen mit diesen verschiedenen Mondhügeln und so weiter. Und auch Krankheitsdiagnose ist auch sehr gewagt, wenn das an der Hand gemacht wird. Man hat also auch naturwissenschaftlich nachgewiesen, etwa an Forschungen der Universität Marburg, die Wissenschaftlerin Jasmin El-Mahmoud hat zum Beispiel folgenden Test gemacht bezüglich Herzfehlers. Wurde von Chirurgen gesagt, dass 60% der Patienten einen Herzfehler hätten. Aber man weiß, dass in der Gesamtbevölkerung es nur 0,2% echte Herzfehler gibt. Gallensteine dagegen wurde überhaupt nicht festgestellt, obwohl die viel verbreiteter sind. Also es ist willkürlich, es ist vieles, was sich etwa auch mit der Wahrsagerei der Sterne berührt, mit der Horoskoplehre oder Astrologie. Sie sprachen es an, es besteht wohl, wenn ich Ihren Ausführungen hier folge, ein Zusammenhang auch zwischen dieser Kunst, dieser Fähigkeit des Handlesens im Bereich mit der Astrologie. Ja. Nun ist die Astrologie ja ein Bereich, der mittlerweile publikumsfähig geworden ist. In fast jeder Tageszeitung finden sich Horoskope. Der Bereich Astrologie, was verstehen Sie darunter, Herr Dr. Gassmann? Astrologie ist ganz klar zu unterscheiden von der Astronomie. Die Astronomie ist die Wissenschaft von den Planeten, vom Sonnensystem, vom Universum. Die Astrologie, so möchte ich es mal nennen, ist die abergläubische Variante davon, die mit der Wissenschaft nichts zu tun hat. Ernsthafte Astronomen lehnen die Astrologie ganz entschieden ab. Und ich möchte auch vielleicht zunächst mal sagen, worauf sie basiert. Sie sagt also, die Planeten seien wirkende Mächte, die über unser Schicksal bestimmen könnten. Bestimmte Konjunktionen und Stellungen der Planeten im Winkel und so weiter hätten also Einfluss auf unser Schicksal. Es wird zum Beispiel behauptet, dass jeder Tag nach der Geburt einem Lebensjahr entsprechen würde, ist ein Beispiel aus der Astrologie. Wenn zum Beispiel die Venus, das bedeutet Liebe, der Planet Venus, 20 Tage nach der Geburt in das Sternbild Stier tritt, dann wird gesagt, bedeutet das Glück der Liebe im 20. Lebensjahr, Glück in der Liebe. Das ist natürlich willkürlich und ich möchte es auch nicht ernst nehmen, sondern aus der Naturwissenschaft und aus der Bibel widerlegen. Ich wollte Sie da in dem Bereich auch fragen, es ist, wenn ja. Sie so etwas ausführen, ist es natürlich für einen Laien ganz schwer bis überhaupt nicht verifizierbar, nachprüfbar, diese Zusammenhänge. Von daher wären wir Ihnen dankbar, um eine Wertung zu diesem Zusammenhang, einfach aus naturwissenschaftlicher Sicht, bestehen dort wirklich Zusammenhänge oder sind es einfach nicht überprüfbare Argumente, die hier genannt werden? Also wie gesagt, die Astronomie, die Wissenschaft hat das schon längst widerlegt und trotzdem ist es noch so verbreitet. Einige Beispiele, ich habe mir einiges auch notiert. Wir wissen zum Beispiel, dass die Erde nicht im Mittelpunkt der Welt steht, was an sich immer noch bei den astrologischen Systemen maßgeblich ist. Und dann haben wir immer wieder neue Galaxien entdeckt, was zeigt, dass die Größenverhältnisse unseres Weltalls in ganz anderen Dimensionen verlaufen, als es die Astrologie der alten Babylonier, die ja bis heute weiterwirkt, annimmt. Überhaupt ist es eine heidnische Göttervorstellung aus dem alten Babylon, den Sternen, die ja nur Steine sind, Mächte zuzuschreiben oder Einfluss auf unser Schicksal. Es sind also Sterne, die Gott geschaffen hat. Gott hat Macht, aber nicht die Sterne. Die Sterne sind nur Geschöpfe. Ich könnte genauso gut an einen Blumenstock glauben oder irgendeine materielle Gegebenheit, die Einfluss auf mich hätte. Also die Sterne sind Materie, sie haben keinen geistigen Einfluss. Das möchte ich ganz klar betonen. Man weiß auch, dass die Sternbilder auf optischen Täuschungen beruhen. Wenn zum Beispiel die Venus in das Sternbild des großen Wagens fährt, dann ist es eine optische Täuschung von unserem erdgebundenen Blickwinkel her. Weiter muss man betonen, dass die Sternbilder auseinanderdriften und dass sich der Frühlingspunkt immer wieder verschiebt, sodass also die ganzen Horoskope immer wieder sich auch verändern müssten. Von anderer Sicht, biologischer Sicht, ist ganz klar, dass zum Beispiel Zwillinge, die am gleichen Tag, im gleichen Augenblick auch geboren wurden, ganz unterschiedliche Lebensschicksale haben können. Die müssen ja völlig identisch ihr Leben gestalten, wenn sie den gleichen Geburtszeitpunkt haben, aber es gibt maßgebliche Unterschiede. Ich zitiere den Leiter der Sternwarte Paderborn, Reinhard Wiczorek. Er sagt, man könne genauso die Zukunft aus den Wolkenformationen oder aus den Eingeweiden von Tieren lesen, wie aus den Sternen. Das ist auf der gleichen Ebene der Wahrsagerei, die nichts mit überzeugender Wissenschaft zu tun hat. Man hat zum Beispiel auch
astrologische Prognosen untersucht, rein statistisch. Etwa in den Jahren 1990 bis 1999 hat man 803 astrologische Prognosen untersucht. Und man hat festgestellt, dass 96% dieser Voraussagen nicht eingetroffen sind. 96%. Nur 4% Zufallstreffer. Sehr eindeutige Zahl. Soweit vielleicht. Ich hoffe, dass das klar macht. Vielen Dank für die Ausführung. Das sind, was Sie an Zahlen für uns jetzt vorlegen, spricht natürlich eine sehr deutliche Sprache. Sie sind Theologe. Wie sehen Sie diesen Bereich aus christlicher Sicht? Ganz einfach, die Astrologie verwechselt die Schöpfung mit dem Schöpfer. Wenn wir an Gott, den Schöpfer, glauben, haben wir einen rettenden Glauben, der uns wirklich in eine gute Zukunft bringt, der uns den Himmel verheißt, ewiges Leben bei Gott. Wenn man aber an Geschöpfe glaubt, kann man niemals Heil empfangen, nie wirklich Geborgenheit und gerettet werden. Es heißt im Buch Jesaja, des Propheten Jesaja, Kapitel 47, dass die, die an die Astrologie glauben, kein Feuer finden, wo sie sich wärmen können. Sie haben keine Geborgenheit. Sie meinen zwar, sie wüssten jetzt die Zukunft, aber es ist entweder Betrug oder es sind auch in gewissem Rahmen Einflüsterungen finsterer Mächte. Es hat nichts mit göttlicher Offenbarung zu tun. Wenn wir uns jetzt beziehen auf Begriffe wie Nächstenliebe, einem anderen zu helfen, dann sind das ja eigentlich Begriffe, die von ihrer Verwendung her stark christlich auch besetzt sind. Wenn wir jetzt aber im Weiteren uns einen Bericht anschauen von der Esoterikmesse in Berlin, werden wir sehen, dass sehr viele Menschen, die in dem Bereich der Esoterik aktiv sind, gerade diese Punkte für sich beanspruchen, dass sie etwas sehr Gutes, etwas sehr Unterstützenswertes für ihre Mitmenschen tun. Wir werden uns das jetzt an einem Beispiel ansehen. Der Verein Geistiges Heilen e.V. Würden Sie sich bitte kurz vorstellen? Ja. Mein Name ist Daniel Behren, ich bin der erste Vorsitzende von dem Verein Geistiges Heilen e.V. Wir sind seit 1999 in der Aus- und Weiterbildung tätig und helfen Leuten in Richtung Gesundheit, Selbsterkenntnis und so weiter. Ja, mein Name ist Gisa Niggemann. Ich selber bin eine betroffene Unfallperson und das Anliegen, das, was der Verein gerne präsentieren möchte und dafür, wofür er gegründet wurde, Heilerinnen und Heiler in die Krankenhäuser zu bringen, ist ein persönliches Anliegen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie wichtig beides ist, zusammenzuspüren und zusammenzuführen. Das heißt, die Schulmedizin und eben auch die Menschen, die Fähigkeiten haben, es zu unterstützen. Wir sagen, jeder hat die Möglichkeit mitgebracht zu heilen und jeder kann heilen, weil es ist eine einfache, schöne, wunderschöne Energie, die man aufbauen kann. Und welche Methode wenden Sie dabei an? Wir wenden ein sehr interessantes Bild an, und zwar den Röntgenblick, den wir in den Ausbildungen weiterbringen. Das heißt, der Röntgenblick ist wie ein Scannen vom Körper, von den Organen, von dem Skelett und wo die Fehlerquellen sind. Das heißt, die Ärzte und Therapeuten, die bei uns die Ausbildung machen, werden in ihrem Berufsbild sehr stark unterstützt, weil sie über dieses Sehen, diese Wahrnehmung, die sie erlernen können, einfach mehr auf die Ursachen und sofortigen Störfelder im Menschen aufmerksam werden und reagieren können. Das wird ganz ohne Technik gemacht, dann? Ja. Wir sehen, uns wird hier ein Röntgenblick beschrieben, der ganz ohne Technik in der Anwendbarkeit wohl zu erstaunlichen und sehr guten Ergebnissen führen soll. Was mir auffällt, wenn wir diesen Bericht sehen, hier wird ja ein sehr erstaunliches Selbstbild entwickelt. Jeder Mensch kann andere heilen. Diese Fähigkeit obliegt wohl jedem Menschen. Was sagen Sie dazu, Herr Dr. Gassmann? Es wäre schön, wenn es stimmen würde. Ja, dann bräuchten wir auch keine Ärzte mehr. Und natürlich gibt es auch Fragen an die Schulmedizin. Ich selber versuche auch mit natürlichen Mitteln Heilung zu finden, etwa mit Kräutern. Allerdings nicht mit esoterischen Heilverfahren im Sinne einer kosmischen Energie oder Hellseherei, Wahrsagerei, weil das uns die Bibel als Christen ganz klar verwehrt hat. Wir werden nachher noch auch Verse hören, etwa 5. Mose 18, wo ganz klar gesagt wird, du sollst dich nicht zu den Zauberern, Wahrsagern, Hellsehern und so weiter wenden. Dieser Röntgenblick, der jetzt in dieser Filmszene vorkam, ist aber ganz klar nichts anderes als Hellseherei. Ja?
Sie gebrauchen ja keine Geräte dazu, sondern versuchen einfach durch hellseherische Gaben, die Sie beanspruchen, in diesen Menschen hineinzublicken, seine Krankheit zu erkennen und auch Heilung zu vermitteln, dann durch Heilströme und Energien. Ich möchte aber einmal darauf hinweisen, es können Scharlatane sein, es sind aber manchmal auch dunkle Mächte im Spiel, die wiederum nicht göttlich sind, auch wenn der Name Gottes oftmals gebraucht wird. Aber zwischen Gott und Gott ist ein Unterschied insofern, dass zwar der Name missbraucht werden kann, aber dass damit nicht unbedingt der einzige lebendige, wahre Gott der Bibel gemeint sein kann, oftmals. Leider wird hier viel verwischt und vermischt. Nun, für diese Scharlatanerie oder Betrug, ich möchte es jetzt niemandem im Einzelnen unterstellen, aber ich möchte doch einige Beispiele bringen. Ich bin ja auch Sektenforscher und da habe ich zwei Beispiele, die ich vielleicht noch kurz entfalten darf. Und zwar das eine ist Gertrud Bertschinger-Eike, bekannter als Uriella. Fiat Lux nennt sich diese spiritistische Bewegung oder Sekte. Und sie vertreibt neben 600 spagyrischen und kosmischen Heilmitteln vor allem auch wundertätiges Atrumwasser. Atrumwasser, das wird angerührt von ihr selber in der Badewanne mit 21 Minuten mit einem Silberlöffel in Linksdrehung wird das gerührt. Ein normales Leitungswasser. Und weil sie ja ein Medium ist, soll durch sie per Lichtstrahl, durch kosmische Energie dieses Wasser angereichert werden mit Heilkraft. Dann wird das sehr teuer verkauft natürlich an die Leute. Und dann wird behauptet, wenn man die Füße 21 Minuten in dieses Wasser hineinstellt, dann würde die Krankheit durch die Füße herausgezogen. Ist nichts anderes als Aberglaube, hat mit Wissenschaft oder auch christlichem Glauben überhaupt nichts zu tun. Wir können davon nur warnen. Wenn ich höre, was Sie darstellen, ein Prozedere, wie so ein Heilmittel oder ein vermeintliches Heilmittel dargestellt wird, dann teuer verkauft wird, entsteht für mich ganz klar der Eindruck oder drängt sich der Eindruck auf, dass hier Betrug oder der Versuch einer Bereicherung durchaus mitschwingt. Ist das richtig? Können Sie dafür Beispiele anführen? Subjektiv wird sicherlich beansprucht, den Menschen zu helfen, sie zu heilen, aber es ist oftmals Betrug. Oder es sind eben Mächte im Spiel, was vielleicht denen, die es praktizieren, gar nicht immer selber bewusst ist. Ich will jetzt also auch niemandem böse Absicht unterstellen, aber doch müssen wir warnen. Ich möchte noch ein Beispiel bringen. Der bekannteste Geistheiler war wohl Bruno Gröning. Gröning lebte von 1906 bis 1959. Und noch nach seinem Tod wird behauptet, würden zahlreiche Heilungswunder stattfinden, wenn man kleine Staniolkügelchen von ihm gebraucht, in denen, das ist vielleicht ein Schock, wenn man das so sagt, in denen noch Sperma von ihm enthalten ist, das spirituell aufgeladen sein soll. Ja, es ist also schon direkt abstrus, aber viele Menschen haben solche Staniolkügelchen mit dem Sperma von Gröning und meinen, dadurch können sie geheilt werden. Es ist Aberglaube, genauso könnte ich sagen, ich nehme mal hier einen Kugelschreiber und sage, wenn ich nur daran glaube, dann kann dieser Kugelschreiber mich heilen. Ja? Es ist also, das Prinzip des Aberglaubens ist, dass der Mensch irgendetwas Geschöpfliches nimmt und sagt, das ist jetzt mein Guru, das ist jetzt mein Gott. Anstatt, dass er glaubt an den einzigen wahren, lebendigen, unsichtbaren Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. Also ganz klar, mit Aberglaube bezeichne ich jeden Glauben an Gott vorbei und an irgendwelche geschaffenen Mächte. Natürlich wird jetzt gesagt Geistheiler, aber welcher Geist ist es? Es ist nicht der Geist Gottes, weil hier finstere Quellen angezapft werden. Hellseherei, Wahrsagerei, Astrologie, alles Dinge, wo die Bibel sagt, dass das in den Augen Gottes Sünde ist. Bei allen Bereichen, die Sie ansprachen, sehen wir einen Zusammenhang, dass es immer darum geht, dass höhere Kräfte in irgendeiner Form in Realität oder zur Schau gestellt, angefragt oder mit ins Spiel gebracht werden. Unser Team hat auf der Esoterikmesse hier in Berlin noch weitere Vertreter befragt, die sich auch um diese höheren Kräfte ganz besonders bemühen und dadurch ihr Handeln ausrichten. Wir sehen dazu noch ein Interview von der Esoterikmesse hier in Berlin. Vielen Dank, Herr Wandel, für das Gespräch. Sagen Sie uns bitte, worum handelt es sich hier, was Sie ausstellen an Ihrem Tisch? Das ist eigentlich als Alternativen zur Medizin gedacht. Die Medizin geht mehr vom Körperlichen aus, an die Organe und die Tätigkeit der Zellen. Und wir haben die Psychosomatik im Vordergrund. Wir sind eine Selbsthilfegruppe und zeigen also alte Überlieferungen, die heute auf der Uni nicht so gelehrt werden.
die aber in der Literatur noch existieren und die wir ebenso wach halten. Und sind auf der Suche nach Alternativen gewesen. Das war der eigentliche Grund, wie die Gruppe eben zustande gekommen ist. Und durch Literatursuchen und Erfahrungsaustausch, wir sind schon 30 Jahre alt. Herr Wandel, Stichwort Verantwortung und Stichwort ist Suchen nach den Methoden. Wir sind eine christliche Radio- und Fernsehsendung hier im offenen Kanal in Berlin, Alex. Und meine Frage an Sie, sind Sie in der Bibel auch schon mal auf Ergebnisse gestoßen oder Hinweise? Oder haben Sie da... Naja, also ich meine, das geistige Heilen, das wird uns doch gerade gebracht. Gerade im Christentum wird da vom geistigen Heilen gesprochen. Wir betrachten uns nicht als Jesus hier. Aber wir glauben, dass es möglich ist, an die höheren Kräfte heranzukommen. Das setzt aber voraus, dass unsere Denk- und Lebensweise mit den göttlichen Gesetzen übereinstimmt. Und wenn wir dagegen widersprechen, dann helfen andere Kunstgriffe auch nicht. Das ist unsere Weltanschauung. Wir sehen hier durchaus aktive Menschen, die seit 30 Jahren, wie wir jetzt gehört haben, auf der Suche sind nach alternativen Heilmethoden. Wie sehen Sie diese Suche nach Alternativen? Ja, angesichts, ich habe ja schon erwähnt, der Nebenwirkungen in der Schulmedizin ist das verständlich. Es gibt auch Naturheilmethoden, die zu begrüßen sind. Wasseranwendungen, gesunde Ernährung, gesunde Bewegung, Pflanzenheilkunde ohne esoterischen Ballast, wie ich es nenne. Allerdings haben wir gesehen, auch im Hintergrund dieses Herrn, der gerade interviewt wurde, auch dieses Bild mit den kosmischen Kräften, mit der Polarität von Yin und Yang. Und das stammt natürlich wiederum aus der fernöstlichen Religiosität, wo gesagt wird, dass alles durchpulst ist mit der kosmischen Energie. Die wird dann als göttliche Energie bezeichnet. Man soll dann in Kontakt kommen mit dieser göttlichen Kraft, sie sich nutzbar machen. Nun, manches mag vielleicht auch auf den Selbstheilungsfunktionen im Organismus zurückzuführen sein. Es ist klar, dass eine Wunde auch innerhalb kurzer Zeit von selber heilt, auch wenn ich nichts tue. Und vieles ist auch durch Placebo-Wirkungen zu erklären. Es werden manchmal auch Scheinmedikamente verordnet, wo der Mensch zum Beispiel eine Zuckerlösung nimmt und denkt, es sei ein wirksames Medikament, vielleicht auch von Geistheilern ihm gegebenes Wundermittel, aber es ist normaler Zucker. So dass also durch Autosuggestion, also eine Art Selbstillusion, der Mensch denkt, jetzt wird mir geholfen und dann geht es ihm schon besser. Sie kennen vielleicht auch das Phänomen, Sie gehen zum Arzt und wenn man schon beim Arzt war, geht es einem schon besser. Allein schon wegen der Gewissheit, jetzt tue ich auch was für meine Gesundheit, was der Arzt mir sagt, ist dann auch gut. Und so glauben halt viele auch an diese Wunderheiler. Allerdings müssen wir sehen, aus christlicher Sicht, immer wo von dieser kosmischen Energie, übersinnlicher Kraft die Rede ist, muss man vorsichtig sein. Man muss ganz genau unterscheiden zwischen Wundern, die wirklich Gott auch heute noch wirken kann, das können wir gar nicht ausschließen, sind wir auch dankbar, oder solchen kosmischen Energiesystemen, die aber aus der Esoterik stammen, die ich nicht gutheißen würde, weil hier sehr stark auch finstere Wurzeln vorhanden sind. Dann sehen Sie also, wenn ich Sie richtig verstehe, sehr wohl einen großen Unterschied dazwischen, auf welcher Grundlage es zu einer Heilung kam. Genau. Also ist nicht nach Ihrer Ansicht die Heilung um jeden Preis zu verfolgen, sondern wirklich im Detail zu prüfen, was sind die Gründe, die zu einer Wirksamkeit, einer Heilmethode, wenn wir es so nennen, führen. Ja, also wenn ich es mal als Christ so sagen darf, den Unterschied zwischen wirklich göttlich gewirkten Wundern und Heilungen und Heilungen, die, sage ich mal, aus der dämonischen Bereich kommen, einer gefallenen Engelwelt, die von Gott abgefallen ist, die ja zu Dämonen wurden. Die göttlich gewirkten Wunder, sie suchen allein die Ehre Gottes, und zwar des Schöpfers der Welt, nicht dieser kosmischen Kraft. Der Unterschied ist ja, dass die fernöstlichen Religionen immer von einem unpersönlichen Gott reden, von einer Energie, während wir an Gott als personales Gegenüber glauben, der sich in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart hat. Also göttlich gewirkte Wunder suchen die Ehre Gottes, während die dämonisch gewirkten Wunder Schauwunder sind, in denen der Heiler groß herauskommt, so wie Bruno Gröning oder Oriella und anderen. Göttlich gewirkte Wunder geschehen immer unentgeltlich. Es wird kein Geld dafür genommen. Das mag bei Esoterikern sehr unterschiedlich sein. Gibt es vielleicht auch Einzelne, aber die Mehrheit verlangt saftige Gelder und saftige Eintrittsgelder zu ihren Veranstaltungen auch. Göttliche Wunder, und das ist entscheidend, sind verbunden mit dem Glauben an Jesus Christus.
mit Vergebung der Sünden, mit Bereinigung des alten Lebens, mit wirklicher Wiedergeburt durch den Geist Gottes, nicht im Sinne von Reinkarnation, sondern dass man ein neues Wesen wird, ja, dass das alte Wesen der Sünde abgetan wird durch die Gerechtigkeit und Liebe Gottes. Und die dämonischen Wunder, die geschehen, können an jedem Menschen sozusagen getan werden. Der braucht sich nicht bekehren, der braucht nicht zu Gott kommen. Es wird zwar von göttlicher Energie geredet, aber der Mensch bleibt im Grunde der gleiche. Es geht nur mal eine äußere Heilung. Und oftmals oder in der Regel sieht man dann auch negative Folgen, dass der Mensch zwar äußerlich geheilt ist, aber dann plötzlich Beklemmungen bekommt, Depressionen, Angstzustände, Albträume, weil eben finstere Mächte auf ihn Einfluss genommen haben. Und deshalb muss ich als Christ, als Theologe sehr deutlich davor warnen und sagen, lasst euch gar nicht auf solche Dinge ein. Es gibt genug Heilmittel in der Natur, die Gott geschaffen hat, Kräuter, Wasser und solche Dinge, die auch Pfarrer Kneipp betont hat. Aber wir sollten nicht diese Grenze zum Übersinnlichen, zur kosmischen Energie und all diesen Dingen überschreiten. Das ist eine große Gefahr, weil hier finstere Mächte lauern. Diese Gefahr, diese Grenze, die Sie nannten, zu überschreiten, ist ja nach Ihren Ausführungen heute größer denn je. In diesem Zusammenhang mit Heilungsphänomenen taucht immer wieder ein Begriff auf, der Tätigkeitsbereich des Schamanen. Auch hier haben wir auf der Esoterikmesse in Berlin einige Stimmen dazu eingefangen durch unser Team und das sehen wir uns jetzt noch gemeinsam an. Mein Name ist Cornelia Malung. Der Herr sagte, wie ich einen Vortrag halte, aber in ein paar Sekunden schwer möglich. Ich arbeite in Berlin, ich komme aus Berlin und bringe Menschen in die Kraft von Engelenergien oder Meisterenergien. Das ist immer schwierig, einen Vortrag zu halten für Dinge, wo es nicht wirklich menschliche Worte für gibt. Man muss die Dinge erfassen, erfühlen, ausprobieren. Und meine Aufgabe ist dabei, wirklich Menschen in ihre eigene Kraft zu bringen. Also ich bin nicht der Allwissende, sondern für mich ist wichtig, dass die Menschen in ihre Kraft kommen und das machen, wofür sie hier auf der Welt sind. Und es auch tun. Engel kommen in jeder Religion vor. Ich arbeite religionsfrei, dass jeder spüren kann oder sich seins rausnehmen kann für was er möchte, was für ihn stimmig ist. Bücher gibt es genug. Für mich ist wichtig, die Kraft, dass die Menschen die Kraft spüren. Und die ist dann spürbar in den Meditationen oder in der Arbeit, die ich mache. Dass man die spürt, manche sehen, es gibt viele hellsichtige Menschen oder viele, die sich nicht trauen, ihre Dinge zu tun. Mein Name ist Xenia Fitzner. Ich komme aus einer alten Heilerfamilie. Wir haben Besprecherinnen, Wahrsagerinnen und Wahrträumerinnen in der Familie gehabt. Meine Vater und meine Schwester sind Ärzte geworden und ich habe mich auf das alte, traditionelle Besprechen verlegt. Das mache ich in meiner Praxis, die heißt Praxis für altes Wissen. Ich habe eine schamanische Ausbildung gemacht in unserem alten europäischen Wissen, nachdem ich ein ziemlich extremes Nahtodeserlebnis hatte und eben schon weit von der Erde weg war und da in einer Art Zentraleinheit Informationen bekommen habe, die ich verkörpern konnte und in meiner Heiltätigkeit auch weitergeben kann. Dieser Weg zu der Meisterkraft hat mich auch nach Südostasien geführt, wo ich auch bestrebt bin, Schamanen und Heiler und Priester aus anderen alten Kulturen, den sogenannten Erdenhüter-Kulturen zu treffen. Und von denen habe ich auch ethnische Textilien mitgebracht. Wir sehen also durchaus, dass die Menschen sehr aktiv sind. Nur, Herr Dr. Gassmann, wie bewerten Sie diese Energien, die da angefragt oder eingesetzt werden sollen? Oder wie bewerten Sie generell diese Aktivitäten, die aus dem Bereich des Schamanismus entstehen oder genutzt werden? Ich bin dankbar für dieses Beispiel des Schamanismus. Denn beim Schamanismus ist es ganz deutlich und unbestreitbar und auch per Definition so, dass der Schamanismus Kontakt aufnimmt mit Geistern. Ja? Die Frage stellt sich natürlich wiederum, was sind das für Geister? Lassen sich die guten Engel Gottes sozusagen als Energieträger anzapfen? Nein, niemals. Sie sind in der unsichtbaren Welt Gottes und Gott offenbart sich souverän, so wie er möchte. Der Schamane aber, er lebt in der Geisterwelt. Es kommt ja etwa aus den Indianerkulten, es kommt aus dem Animismus in Afrika und anderen Religionen,
wo man sich in Ekstase hineintanzt mit Trommeln, Rasseln, Kalebassen, wo man durch Hyperventilation, also Atem anhalten und überatmen und monotones Rezitieren bestimmter Wörter, versucht, den Verstand auszuschalten. Und dieser Zustand, den Verstand auszuschalten, ist immer wieder der Versuch, sich zu öffnen für Geister, für übersinnliche Mächte. Natürlich kann ich davon wiederum nur warnen und sagen, das sind keine guten Mächte, sondern es sind Mächte, die den Menschen besessen machen, die ihn in Besitz nehmen. Der Schamane ist ein Mensch, in dem sich Dämonen inkorporiert haben, also in seinen Leib hineingegangen sind und der dann gewisse übermenschliche Fähigkeiten bekommt, aber es ist ein sehr bedauernswerter Mensch. Er ist in der Finsternis, es sind gequälte Menschen, die in ständigen Erschöpfungszuständen dann ihre Kräfte ausüben müssen. Man weiß auch von den Magiern und Zauberern, dass sie nach dem Einsatz ihrer Kräfte sehr erschöpft sind. Und es ist nicht die göttliche Kraft, die uns immer wieder erfrischt und in die persönliche Beziehung zum Herrn führt, sondern das sind also dunkle Kräfte aus der Unterwelt. Die Bereiche, die Sie jetzt ansprechen, scheinen ja ein nicht unerhebliches Gefahrenpotenzial zu haben. Das sind ja Dinge, die man normalerweise nicht in Zusammenhang mit Esoterik bringt. Meine Frage ganz konkret an Sie, kann Esoterik für Menschen gefährlich sein? Ja, ich denke, es ist zur Genüge deutlich geworden, dass ich es für sehr gefährlich halte. Ich kenne auch viele Menschen, die sich mit Esoterik eingelassen hatten und die wirklich diese Erscheinungen bekommen haben, aber im Sinne von Angstzuständen, Albträumen, Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken, auch Lästergedanken gegen Gott, Resistenz gegen Gott und sein Wort, dass man den Namen Jesus nicht von Herzen aussprechen kann, dass man anfängt zu zittern, wenn man von Gott hört. Man sucht Jenseitskontakte, man nimmt Kontakt auf mit Verstorbenen, denkt man, aber in Wirklichkeit sind es dämonische Mächte, gefallene Engel unter Leitung Luzifers. Und davon kann nur Jesus Christus freimachen. Wenn Menschen sich zu Jesus Christus wenden, er ist der Sieger. Er hat die wirkliche Macht über diese Mächte. Und dazu würde ich vielleicht gerne noch einige Bibelstellen auch nennen. Sehr gerne. Und zwar sollten wir das erste Gebot berücksichtigen. Das erste Gebot lautet ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, spricht Gott. 2. Mose 20, Vers 3. Sterne, Maskottchen, Geister, irgendwelche Art auch im Schamanismus, sind aber andere Götter für den abergläubischen Menschen. Und was noch schlimmer ist, in der Gier, die Zukunft wissen zu wollen, will der Mensch selbst sein wie Gott. Diese Wurzel der Esoterik. Und überhaupt der Sünde, selber sein zu wollen wie Gott. Das zweite Gebot lautet, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das Bilderverbot bezieht sich darauf, dass man nichts gegenständlich verehren soll. Keine Götzenfiguren, keine Maskottchen, keine Talismane, keine Amulette oder vierblättrigen Kleeblätter. Auch nicht Angst haben muss vor der Zahl 13. Alles das ist Aberglaube. Und der Mensch, der so lebt, ist nicht wirklich frei. Wie schön ist es, wenn ein Mensch Jesus findet und all diese Dinge wegtut aus seinem Leben. Und die ganz wichtige und ausführliche Stelle ist 5. Mose 18, ab Vers 9. Gott spricht, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei, also auch Astrologie vornimmt oder die Toten befragt, Spiritismus. Wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Das heißt, der begeht eine große Sünde. Er kann nicht in die Gemeinschaft mit Gott, nicht in den Himmel kommen, außer wenn er davon umkehrt und Buße tut, das heißt diese Dinge wegtut aus seinem Leben, die okkulten Gegenstände vernichtet und Jesus als Herrn und Erlöser annimmt. Das sind ganz wichtige Stellen aus der Heiligen Schrift dazu. Sie haben in dem Bibelvers, den Sie zitiert haben, wurden ja schon Kinder angesprochen. Eine Frage, ja, die mich noch interessieren würde, wo ich Sie als Fachmann gerne zu fragen würde, jeder kennt es, dass in Lehrbüchern der Schule, selbst in den Kindergärten mittlerweile immer wieder Phänomene auftreten, die kleine Hexe, der liebe Dämon, alles Praktiken, die scheinbar normal geworden sind. Was sagen Sie dazu als christlicher Theologe? Ich bin darüber sehr, sehr traurig, sehr betroffen. Wir haben auch Kinder, wir erleben das auch.
wie überall Hexen, Zauberer, Vampire, Drachen, Monster verbreitet werden, als sei das das Normalste der Welt. In meiner Kindheit war das in Schulbüchern noch nicht zu finden. Es hat eine Okkultisierung, eine Dämonisierung der Gesellschaft eingesetzt, nach der Pornografisierung, sodass Menschen geradezu in die Gottlosigkeit gezogen werden. Wie gut wäre es, wenn wir unseren Kindern wieder positive Inhalte vermitteln, biblische Geschichten, auch gute Erzählungen aus der Sagenwelt durchaus, aber nicht diese Darstellung der Hexen als gut. Früher war die Hexe ja noch böse in den Märchen, aber heute wird sie als gut dargestellt. Die kleine Hexe, etwas Gutes, ja, und es wird nicht mehr deutlich, dass das finstere Mächte sind, die den Menschen versklaven, die ihm seine Seele, sein ewiges Leben rauben. Wenn ich Ihren Gedanken aufnehme und weiterführe, drängt sich für mich direkt die Frage auf, es ist ein Begriff wahrscheinlich für jedes Kind mittlerweile, Harry Potter, die Filme. Nur Ihren Gedanken fortgeführt, dann sollte dieser Film wohl kein harmloser Kinderfilm sein, wie er aber dargestellt wird. Wie sehen Sie das? Ja, Harry Potter ist natürlich eine interessante Geschichte, sehr spannend, will ich gar nicht bestreiten. Aber das Problem ist, hier wird Zauberei verharmlost. Es wird zwar unterschieden zwischen schwarzer und weißer Magie, der gute Magier Harry Potter und andere, der böse Magier Lord Voldemort, aber auch Harry Potter ist ein Zauberer und die Bibel sagt, dass jede Form von Zauberei böse ist. Ja? Es gibt also gar keine guten Zauberer in den Augen Gottes, in den Augen der Menschen vielleicht schon, aber nicht in den Augen Gottes und darum geht es. Und die Bibel nennt das Sünde. Wir sollen überhaupt nicht zaubern, wir sollen uns überhaupt nicht mit okkulten Mächten einlassen. Das ist ganz deutlich. Es kommen schreckliche Szenen vor in Harry Potter, zum Beispiel das Blut- und Menschenopfer, das wir sonst nur aus dem Satanismus kennen. So zum Beispiel in Band 4, der Feuerkelch. Da wird erzählt, wie der Lord Voldemort aufersteht in einem Zauberkessel aus Menschenblut und anderen Zutaten. Das macht den Kindern Angst, Albträume. Ich habe selber Kinder erlebt, die aus dem Kino rauskamen, die geweint haben und geschrien haben, die das nicht verkraftet haben, solche Dinge. Also wir wollen das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern auch hier müssen wir warnen. Ein Gedanke, der sich anschließt an diesen Bereich, mittlerweile auch dazugehörig zu jeder Schulausbildung, stille Übungen, Fantasiereisen, Mandalas. Ist so etwas harmlos? Nun, ich verstehe die Lehrer, die sagen, wir müssen die Kinder ruhig bekommen. Die sind zu unruhig, man versucht dann, sie in Traumreisen, Fantasiereisen zu nehmen. Das Problem ist aber, es berührt sich mit dem okkulten Phänomen der Exkursion der Seele. Das heißt, die Seele verlässt den Körper und wenn sie nicht auf dem gleichen Weg zurückkehrt, dann können große Probleme entstehen, dass ein Kind verrückt wird, dass es den Verstand verliert, auch ein Erwachsener natürlich. Es ist ein okkultes Phänomen letztendlich und wir sollten viel mehr Kinder beruhigen durch Gebet, durch biblische Geschichten, indem wir liebevoll mit ihnen umgehen und nicht zu solchen okkulten Mitteln greifen. Auch Mandalas sind Meditationsübungen aus dem Buddhismus und Tantrismus, nicht zu empfehlen für Christen. Also ganz konkret Bedenken und Gefahrenpotenzial bei Sachen, die auch in christlichen Haushalten scheinbar zur Tagesordnung übergedrängt werden, wenn ich mich so ausdrücken mag. Zusammenfassend würde ich das so sehen, dass Sie in der scheinbaren Lebenshilfe der Esoterik doch eher Kritikpunkte sehen. Meine Frage jetzt, die sich anschließt, wenn jemand sagt, dass er gerade mit diesen Kritikpunkten, die Sie angesprochen haben, zu tun hatte, gibt es da eine Möglichkeit des Ausweges? Ja, ich würde jedem Menschen raten, der sich auf solche Dinge eingelassen hat, auch den Esoterikern selber, die Bibel zu lesen, zu Gott zu beten, zum wirklichen Gott, das als Sünde zu erkennen, also was einen von Gott trennt, wenn man sich auf dunkle Mächte einlässt, und die wirkliche Erfüllung in Jesus Christus zu finden. Es heißt in Offenbarung 22, draußen, also nicht im Himmel, sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Das ist eine sehr ernste Warnung. Aber unser Vorbild sollten die Einwohner von Ephesus sein, nach Apostelgeschichte 19, wo gesagt wird, viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allem. Das heißt also, wir müssen auch die okkulten Gegenstände wegschaffen, damit wir nicht weiter belastet werden. Und vor allem dürfen wir wissen, wen der Sohn Gottes, Jesus Christus, frei macht, der wird wirklich frei. Jesus sagt selber, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Allein
Durch die Lebensübergabe an Jesus Christus geschieht wirkliche Befreiung. Und wir dürfen auch darauf hinweisen, auf den zentralen Vers, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, 16. Das ist also ganz entscheidend. Vielen Dank, Dr. Lothar Gassmann, für Ihre sehr klarstellenden und auch kritischen Ausführungen zu diesem Thema, was jeden von uns in irgendeiner Form bewusst oder unbewusst wahrscheinlich schon lange betrifft. Ich gebe von hier zurück an Dieter Schimmelpfennig und bedanke mich für das interessante Gespräch mit Ihnen. Danke auch herzlich. Auch von mir herzlichen Dank an Dr. Lothar Gassmann und an Daniel Weber. Liebe Zuschauer, das war unsere Sendung TAK, Treff am Kreuz im offenen Kanal Berlin, Alex TV. Sie sahen den Beitrag Esoterik als Lebenshilfe, Fragezeichen. Es ist so, dass wir gerne auch Fragen beantworten möchten, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, die vielleicht jetzt im Zusammenhang mit der Darstellung, mit dieser Thematik vielleicht auf Ihrem Herzen sind. Ich möchte Ihnen zunächst die Internetadresse sagen von Dr. Lothar Gassmann, www.l-gassmann.de. Ich wiederhole das nochmal, www.l-gassmann.de. Dankbar sind wir auch für Ihre Fragen und Anregungen an TAK, Treff am Kreuz. Schreiben Sie bitte an info@treff-am-kreuz.de. Sie können unsere Sendung Treff am Kreuz auch im Radio empfangen. Am Samstag immer die ungeraden Wochenenden. Samstags also um 13 Uhr startet hier auf 97,2 im UKW und 92,6 MHz im Kabel die Sendung TAK, Treff am Kreuz. Der heutige TV-Beitrag mit Dr. Lothar Gassmann und Daniel Weber wird wiederholt. Bitte achten Sie auf die Programmvorankündigungen des offenen Kanals Berlin unter www.alex-berlin.de. Ich wiederhole das auch noch mal kurz. www.alex-berlin.de oder schauen Sie auch auf unsere Webseite von Treff am Kreuz. www.treffamkreuz.de, also treff-am-kreuz.de. Das war's. Herzlichen Dank für Ihr Zuschauen und Zuhören. Und wir verabschieden uns, wünschen Ihnen alles Gute, Ihr Team von TAK. TAK, Treff am Kreuz.